Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Dragon Age Inquisition. Folge Nummer 8. Ich begrüße euch hier erstmal herzlich wieder zurück. Mein Name ist Christian Age 3000 und ja, es ist wieder soweit, es geht weiter und wir gehen am besten direkt ins Geschehen hinein. In der letzten Folge haben wir ein Machtgespräch mitbekommen zwischen den Kirchen und den Templern. Die Templer sind jetzt aus dieser Stadt heraus und ja, die wollen mit denen hier nichts mehr zu tun haben, anscheinend, ja, was auch immer. Und bevor wir jetzt durchstarten, haben wir ja in der letzten Mission die gewissen Sachen gefunden, die roten Punkte sozusagen. Und dann können wir jetzt mal gucken, wer da uns auf jeden Fall erwartet und wer die rote Jenny ist. Aber bevor wir durchstarten, möchte ich erstmal meinen Charakter hier, also meinen Charakteren aufleveln sozusagen. Und deswegen gehen wir auf Charakterbogen. Wir gehen natürlich wieder. Wir haben gar keine Punkte, merke ich gerade. Cassandra hat aber einen Punkt. Deswegen machen wir den Punkt hier rein. Dann für Solas. Der hat zwei Punkte sogar. Dann machen wir das einmal hier und einmal da. So. Und für Varric hat das. Der macht doch jetzt gerade momentan Klingenkämpfer. Machen wir. Was haben wir denn da? Flankenangriff? Ja, machen wir das da einfach. So. Gut, dann sollte das eigentlich passen. Und dann können wir direkt starten. Ab in die Map. Zur Weltkarte. Und dann können wir hier abgeschiedene Hof machen. Bin jetzt, und dann können wir einen Freund von der roten Jenny machen. Vielleicht ist es sogar die Mitch-Charakterin, die wie ich suche. Denn ich habe was vor in diesem Spiel und mal gucken, ob das langsam mal Früchte wächst oder so, wie man es nennt. Okay, wir starten einfach direkt durch. Let's go, let's go. So, haut reißen. Oh, was ist jetzt los? Schenkt ihr mir kurz eure Aufmerksamkeit? Aber nur kurz. Großverzauberin Fiona? Die Rädelsführerin des Magieraufstandes? Ist es nicht gefährlich für euch hierher zu kommen? Ich hörte von dieser Zusammenkunft und wollte den sagenhaften Herold Andrastes mit eigenen Augen sehen. Falls ihr Hilfe mit der Bresche braucht, wären meine Leute vielleicht die klügere Wahl. Wart ihr nicht bei den Konklaven? Es überrascht mich, dass die Anführerin der Magier nicht beim Konklave war. Ja, ihr hättet dort sein müssen. Und doch seid ihr irgendwie dem Tod entronnen. Genau wie der Lordsucher. Wir ließen uns beide vertreten, um einer möglichen Falle zu entgehen. Natürlich bin ich froh, noch am Leben zu sein. Aber ich habe an jenem Tag viele Freunde verloren. Der Gedanke, die Templer könnten damit ungeschoren davonkommen, widert mich an. Ich hoffe, das werdet ihr nicht zulassen. Ich denke, es waren die Templer. Dann macht ihr also die Templer für alles verantwortlich? Warum nicht? Lucius scheint nicht allzu betrübt über seine Verluste zu sein. Wenn sie ihn denn überhaupt interessieren. Ihr habt ihn gehört. Denkt ihr nicht, er würde die Göttliche mit Freuden töten, um die Leute gegen uns aufzubringen? Also ja, ich denke, er war es. Jedenfalls eher als ihr. Okay. Werdet ihr uns helfen? Warum jetzt? Was kostet eure Hilfe? Heißt das, die Magier werden uns helfen? Jedenfalls wären wir bereit, mit der Inquisition zu verhandeln. Betrachtet das als Einladung nach Redcliff. Sprecht mit den Magiern. Eine Allianz wäre schließlich für beide Seiten von Vorteil. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Au revoir, my Lady Herold. Ja, es ist... Kommt. Lasst uns nach Haven zurückkehren. Okay. Aber bevor wir das machen, machen wir noch zwei Abstecher. Die Frage ist jetzt aber halt, wir haben die Magier, die wir für unsere Seite gewinnen müssen, und die Templer. Das wird schwierig, jetzt alle unter einen Hut zu kriegen. Wie wir das schaffen, das ist eine gute Frage. Wird nicht einfach, Leute. Wird nicht einfach. Du hast mein Ladebildschirm wieder hier. Normal. So. Der Hinterhof. Und das sind schon Feinde zu sehen. Ja, dann hauen wir mal rein, ne?
Mal hier ein bisschen Action haben, Freunde. Ja, immerhin wissen Sie, für wen ich arbeite. Dann machen wir den hier kaputt. Au! Hol dich der Bauer! Aber echt, ey. Wie kann der mich einfach so anschießen? Geht's denn noch im Kopf oder wie? So. Jetzt hier irgendwas einzusammeln? Scheint nichts zu sein. Machen wir weiter. Herold Andrastes. Wie viel habt ihr bezahlt, um mich zu finden? Das dürfte die Inquisition eine schöne Stange Geld gekostet haben. Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Verkauft mich nicht für dumm. Das kann kein Zufall sein. Dafür bin ich zu wichtig. Meine Anstrengungen werden als Sieger über euch überleben. Sagt einfach, was? Was in aller... Bist du schwerhörig, Schwachkopf? Du solltest doch nur was sagen. Mann, diese reichen Säcke hören einfach nicht zu. Bla, bla, bla. Gehorche mir. Pfeil in meinem Gesicht. Ah, ihr seid den Hinweisen also gefolgt. Schön, dass ihr... Und ihr seid eine Elfin. Tja, hoffen wir mal, dass ihr nicht allzu elfisch seid. Aber egal, alles gut. Entscheidend ist doch, ihr leuchtet. Ihr seid dieser Herold. Was? Schon möglich, wer seid ihr? Einige Leute halten mich für den Herold Andrastes. Aber wer seid ihr und was soll das alles? Keine Ahnung, ich kenne diesen Schwachkopf nicht. Meine Leute meinten nur, die Inquisition sollte ihn im Auge behalten. Eure Leute? Elfen? Nein, einfach nur Leute. Bin Sarah, das ist unsere Deckung. Geht dahinter. Für die Verstärkung, keine Sorge. Jemand hat mir verraten, wo sie ihre Ausrüstung lagern. Die haben keine Hosen. Was? Warum habt ihr ihnen nicht die Waffen abgenommen? Die haben echt keine Hosen an. Ernst jetzt? Meine Freunde hatten tatsächlich recht mit dem Tipp. Keine Hosen. Also, Herold Andrastes, ihr seid eine seltsame Frau. Ich würde gerne bei euch mitmachen. Habt ihr mich reingelegt? Erklärt euch erstmal, stellen wir uns erstmal vor. Sollten wir uns nicht erst einmal vorstellen? Mit Namen und so. Namen? Was sind schon Namen? Also, es ist so. Ich habe euch eine Nachricht geschickt und euch gebeten, etwas zu suchen, das meine Freunde versteckt haben. Die Freunde der roten Jenny. Das bin ich. Das heißt, ich bin eine von ihnen. So wie ein gewisser Hehler in Montfort und eine Frau in Kirkwall. In Starkhaven gab es drei Brüder oder so. Das ist nur ein Name, versteht ihr? Ein Name, an den sich kleine Leute, Freunde, klammern können, während sie von Adligen geknechtet werden. Als dann, ich bin Sarah. Die Freunde der roten Jenny sind sozusagen da draußen. Ich habe sie benutzt, um euch zu helfen. Sie und ein paar Pfeile. Ich brauche Adlige. Ihr bietet also Spione. Ich bin jetzt zur Datenstellen. Was haben wir denn? Spione? Die Inquisition hat schon Spione. Könnt ihr noch mehr bereitstellen? Es ist doch so. Ihr wichtigen Leute seid hier oben und lasst alle nach eurer Pfeife tanzen. Bla bla, ich töte euch, ich töte euch. Oh, ich töte euch. Ihr habt Umhänge und Meisterspione wie diesen Schwachkopf. Oder war ja nur ein kleines Licht, das flink mit seinem kleinen Messer war. All die Geheimnisse. Und was brachte ihn zu Fall? Ein Hausdiener, der zu dumm zum Scheißen ist, aber einen Schurken erkennt, wenn er ihn sieht. Also nein, ich bin nicht Mickey Messer, der Verborgene. Aber wenn ihr euer hohes Ross nicht verlasst, riskiert ihr eure Hosen. Wie diese Wachen. Ich stahl ihre... Also, braucht ihr nun Leute oder nicht? Ich will, dass alles wieder normal wird. Ihr doch auch, oder? Ja, dann tun wir erstmal nachforschen hier.
Und wer sind eure Freunde der Roten Jenny? Ihr müsst sie doch kennen. Ah, das ist schnell erklärt, also machen wir es nicht komplizierter als nötig. Es gibt immer einen kleinen Mann in eurer Nähe, der euch abgrundtief hasst. Es sei denn, ihr geht nie schlafen, essen oder pissen. Das funktioniert zwar nicht immer, aber diesen Kerl haben eine Menge Leute gehasst. Jemand hatte also seinen Spaß, seine Rache oder er wurde bezahlt. Und irgendjemand musste ihnen erklären, dass es gut ist, aus freien Stücken zu helfen. Mhm. Vorhin wolltet ihr wissen, ob ich leuchte. Warum? Das tut ihr doch, oder nicht? Ihr kamt irgendwo raus und seitdem leuchtet ihr. Andrastes Herold. Wahr oder nicht, es schien mir der einfachste Weg zu sein, euch zu erkennen. Wahr oder nicht? Naja, das sagen die Leute eben. Hört zu, eins nach dem anderen, ja? Ich will euch helfen, euch und dieser Inquisition. Ihr hört euch an wie eine Diebin, die irgendwelche kleinlichen Rachefantasien auslebt. Wäre das so schlimm? Ach ja, richtig. Wollt ihr den Kerl aufbahren, damit ich mich entschuldigen kann? Schlechten Leuten sollten schlimme Dinge zustoßen. Finden wir raus, dass jemand gar nicht so übel ist, lassen wir ihn vielleicht leben. Reicht das? Ja. Ihr sagt das, als wäre es völlig klar. Dabei kanntet ihr ihn nicht einmal. Aber ich wusste alles über ihn. Das sind alles nur Gerüchte. Hört mal, mir hätte es gereicht, seine Wachen zu beklauen und ihn auszurauben. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er was Schlimmeres verdient. Oder war es richtig, dass er versucht hat, euch zu töten? Seid etwa ihr die Böse? Das wäre mir neu. Na, dann nehmen wir uns den mal. Also schön, Sarah. Ich habe Verwendung für euch und eure Freunde. Ja, macht euch lieb Kind, bevor ihr einen zu großen Kopf dafür habt. So behaltet ihr immer eure Hosen an. Und ihr kriegt sogar noch ein paar Hosen dazu. Ich hab davon jede Menge. Ihr habt Händler, die den Scheiß kaufen, oder? Das Zeug muss doch was wert sein. Egal. Haven, wir sehen uns dort, Herold. Das wird dein Fest. Okay, neue Bogenschützin haben wir am Start. Ja, Gruppenauswahl machen wir. Zurück, hinzufügen. Den lassen wir raus, Cassandra und das Solas. Bestätigen. Sehr schön. So. Quest completed. Haben wir das ja schon mal abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir im Endeffekt. Ja, tun wir erstmal hier alles einsammeln, bevor wir abhauen. Weil wir werden wahrscheinlich hier nie wieder herkommen. Also nicht, dass ich wüsste, sozusagen. Und hat da oben liegt Geld. 89. Naja, kleinen Vieh macht auch Mist. So, jetzt checken wir mal hier unten noch schnell. Okay. Da haben wir alles erledigt, würde ich sagen, oder? Haben wir alles erledigt, dann gehen wir gleich zum nächsten Bereich, den wir aktivieren. Und das ist genau hier. Wir haben eine Einladung von der Hofverzauberin. Und ja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Let's go. Aber erstmal schwarzen Bildschirm natürlich. Ladesequenzen sind immer wichtig. Deswegen checken wir mal die Lage. So, ich denke mal, es sollte nicht zu lange gehen. Ja. Musik. Walzer. Nee. Sehr adlig. Lady Lavellen von der Inquisition. Welch Freude, euch kennenzulernen, meine Dame. Es wird so ermüdend, bei jedem Anlass immer nur dieselben Gesichter zu sehen. Ihr seid also ein Gast von Madame de Fer. Oder seid ihr wegen Herzog Bastion hier? Seid ihr geschäftlich hier? Ich habe die wunderlichsten Geschichten über euch gehört. Es ist unvorstellbar, dass auch nur die Hälfte davon wahr sein könnte. Forschen? Hm? Was habt ihr über mich gehört? Einige behaupten, Andraste selbst habe euch aus dem Nichts gerettet, als sich der Schleier öffnete. Mhm. Dieser Name sagt mir nichts. Ich bin auf Einladung der ersten Verzauberin Vivienne hier. Madame de Fer ist ein liebevoller Spitzname des Hofes für Lady Vivienne.
Ich habe gehört, sie findet ihn amüsant. Ich weiß nur wenig über Herzog Bastien. Er wurde in letzter Zeit nicht sonderlich oft bei Hofe gesehen. Seine Aufgaben für den Rat der Herolde führen ihn häufig für lange Zeit von zu Hause fort. Das kann für einen Mann seines Alters nicht gut sein. Und dann ist da natürlich auch noch der Bürgerkrieg. Bastien hofft vermutlich darauf, sich von den Taten seines ehemaligen Schwiegersohnes distanzieren zu können. Wie er in seinem törichten Streben nach Macht in den Dales gewütet hat? Dafür wird Gespard in Schande enden. Das wissen alle. Okay. Einige dieser Geschichtenerzähler haben womöglich leicht übertrieben. Aber nur um die richtige Wirkung zu erzielen. Die Inquisition bietet so viel Stoff für wilde Geschichten. Die Inquisition? Was für ein Haufen Mist. Was? Gefallene Schwestern und verrückte Sucherinnen? Man kann sie einfach nicht ernst nehmen. Dich aber auch nicht. Jeder weiß doch, dass sie nur einem Haufen politischer Ausgestoßener als Vorwand dient, um Macht zu erlangen. Okay, ich will die göttliche... Was? Ich will die göttliche rächen? Was wollt ihr damit sagen? Es ist ein heiliger Beruf. Wir arbeiten für den Frieden. Der Inquisition geht es darum, Frieden und Ordnung in Thedas wiederherzustellen. Ja, genau das brauchen wir. Eine Außenstehende, die den Frieden mit einer Armee wiederherstellt. Wir wissen, was eure Inquisition wirklich ist. Wenn ihr eine Frau von Ehre wärt, würdet ihr jetzt vortreten und auf diese Vorwürfe reagieren. Mein lieber Marquis, wie unhöflich von euch, in meinem Haus einen derartigen Ton anzuschlagen. Und das gegenüber meinen Gästen. Ihr wisst, ein derartiges Benehmen ist untragbar. Madame Vivienne, ich bitte demütigst um Verzeihung. Das solltet ihr auch. Was soll ich nur mit euch machen, mein Lieber? Werte Dame, ihr seid in dieser unseligen Angelegenheit die gekränkte Partei. Was soll ich eurer Meinung nach mit diesem törichten Mann machen? Naja. Er hat mir ja noch keinen Schaden zugefügt. Ich würde sagen, lass mal ihn gehen einfach, oder? Ja. Ich denke, der Marquis ist sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Es ist Andrastes Gnade, die euch das Leben schenkt, mein Lieber. Geht in Zukunft vorsichtiger damit um. Wie schön, dass ihr es einrichten konntet, dieser kleinen Zusammenkunft beizuwohnen. Okay. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vivienne, erste Verzauberin von Mont-Simart und Verzauberin des kaiserlichen Hofes. Könnte dieser Marquis ein Problem sein? Seine Tante ist die Vicomtesse von Mont de Glace. Keine mächtige Familie, aber sehr angesehen. Und sehr religiös. Sie werden Alphonse wegen der Sache enterben. Es war nicht das erste Mal, dass er Schande über seine Tante brachte, aber gewiss das letzte Mal. Und nach dieser öffentlichen Demütigung wird er vermutlich in die Dales gehen, um sich den Kriegsbemühungen der Kaiserin anzuschließen. Entweder um alles zum Guten zu wenden oder um wenigstens einen Funken Selbstachtung zurückzugewinnen. Hm, okay. Schön, euch kennenzulernen. Enchanté, Lady Vivienne. Ah, ich habe euch nicht auf das Chateau eingeladen, um Freundlichkeiten auszutauschen. Seit dem Tod der göttlichen Justinia liegt die Kirche in Scherben. Nur die Inquisition kann unserem verängstigten Volk wieder Vernunft und Ordnung bringen. Als die Anführerin der letzten loyalen Magier von Thedas halte ich es für richtig, euch meine Hilfe anzubieten. Okay, lass mal nachforschen. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Loyal wem gegenüber? Den Bewohnern von Thedas natürlich. Wir haben im Gegensatz zu einigen anderen das Gebot nicht vergessen, dass die Magie den Menschen dienen soll. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Du bist ja schon mal genau richtig für uns. Dann seid ihr dafür, die Magier zum Zirkel zurückzubringen? Wo sonst können Magier lernen, ihre Talente zu beherrschen? Wir brauchen eine Institution zum Schutz und zur Pflege der Magie. Nur der Erbauer weiß, dass die Magie beides nicht ohne Hilfe finden wird. Okay.
Was habt ihr davon? Dasselbe wie jeder andere, der dieses Chaos bekämpft. Die Möglichkeit, mich meinem Feind zu stellen, mein Schicksal zu bestimmen. Ich werde nicht ruhig auf den Untergang warten. Seid ihr religiös? Was haltet ihr von der Kirche? Ich war eine glühende Verehrerin der göttlichen Justinia der Fünften. Im Idealfall eint die Kirche die ungleichen Kulturen in Thedas und kümmert sich um die Schwachen. Wäre sie nicht gestorben, hätte Justinia viel erreichen können. Tja. Was genau könnt ihr für die Inquisition tun? Ich bin mit der Politik des Reichs von Orlais bestens vertraut. Immerhin kenne ich sämtliche Mitglieder des kaiserlichen Hofes persönlich. Ich habe Zugriff auf alle verbliebenen Ressourcen des Zirkels. Außerdem bin ich eine leidlich gute Magierin. Reicht das? Ja. Gut, okay. Geht es euch um die Inquisition, Madame de Fer, oder ist eure Entscheidung privater Natur? Ach, ihr seid wirklich köstlich. Natürlich geht es mir um die Inquisition. Dann willkommen an Bord. Die Inquisition ist stolz, euch in ihrer Mitte begrüßen zu können, Lady Vivienne. Das ist der Beginn von etwas ganz Großem. Das garantiere ich euch. Das hoffen wir mal, weil wir ja im Endeffekt die Inquisition ein bisschen aufwerten, vereinen. Und wenn das alles super funktioniert, dann werden wir auch eine riesengroße Armee herstellen für den großen Riss. Und dann schauen wir mal, ne? Also macht nur alles zum Vorteil. So das Allgemeine, was so angeht. Und je mehr Leute wir haben, desto mehr können wir gegen den Riss arbeiten und hoffen, dass wir den Riss irgendwann schließen können, um auch ein Ende zu finden. Weil das ist ja die Hauptsache. Wir müssen ja Frieden für die Welt herstellen in diesem Spiel und je mehr Leute, desto besser. Kennen wir ja, oder? Brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne, niemals. Normal. Würde ich es einfach mal sagen. So, wir sind wieder in Haven. Und da können wir ja mal kurz mit jemandem reden. Wir müssen mal aufpassen hier. Ihr da, was ihr da in der Hand haltet, ist ein Schild. Nutzt ihn, um zu blocken. Wäre dieser Mann euer Feind, wärt ihr jetzt tot. Haltet euch nicht zurück, Leutnant. Diese Rekruten müssen für einen echten Kampf bereit sein. Nicht nur für eine Trainingsrunde. Ja, Kommandant. Gut, spacken die rum. Wir haben eine Reihe neuer Rekruten erhalten. Ansässige aus Haven sowie einige Pilger. Allerdings hatte keiner von ihnen auch nur annähernd so einen Auftritt wie ihr. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Genau wie wir anderen auch. Es genügt schon, dass ihr bereit seid, es zu versuchen. Ich selbst wurde in Kirkwall für die Inquisition rekrutiert. Ich war während des Magieraufstandes dort und musste mit eigenen Augen mit ansehen, Sir. Welche Verwüstung. Cassandra suchte nach einer Lösung. Als sie mir einen Posten anbot, verließ ich die Templer, um mich ihrer Sache anzuschließen. Jetzt allerdings scheint es, als würden wir uns etwas weitaus Schlimmerem gegenübersehen. Ich denke mal, das wird helfen. Das ist eine Katastrophe. Ihr baut auf die Inquisition? Ihr habt für das hier die Templer verlassen. Denkt ihr, die Inquisition kann Erfolg haben? Ja, das denke ich. Die Kirche hat die Kontrolle über die Templer und Magier verloren. Jetzt streitet sie über eine neue göttliche, während die Bresche weiter existiert. Die Inquisition könnte handeln, wo es die Kirche nicht kann. Und unsere Anhänger wären ein Teil davon. Es gibt so vieles, was wir... Bitte entschuldigt. Ich bezweifle, dass ihr hier seid, um euch einen Vortrag halten zu lassen. Was haben wir denn? Ich mag euren Enthusiasmus. Das stört mich nicht. Nö. Ihr kennt unsere Situation und ich schätze eure Meinung. Seht euch um. Unsere Leute sind gut organisiert und voller Eifer. Die Klerikerinnen mögen das anders sehen, aber wenn jemand in der Lage ist zu helfen, dann wir. Ah, es liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Kommandant, Sir Ryan hat einen Bericht über unsere Versorgungswege. Habe ich es nicht gesagt? Alles klar. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gehen einfach mal hoch.
Da gibt es auch noch einiges zu tun. Und dann das nächste Mal können wir dann wieder mal nach zur Hinterlande gehen und da mal sozusagen checken, was so abgeht. Und ja, mal schauen, was uns da noch alles erwartet. Und mal wieder ein bisschen kämpfen, leveln. Aber hier drinnen ist noch was. Oh, ja. Sarah. Was ist es also, was? Oh, alles bestens. Ich dachte nur, er wäre größer. Betty, ein Mann wäre das jetzt urkomisch. Schade um das Wortspiel. Egal, es sollte mehr dabei rausspringen, wenn man den Krieg beendet. Aber die Lage muss sich wohl erst normalisieren, damit das Geld wieder sprudelt. Ein Grund mehr, warum sich die Templer mit den Magiern zusammensetzen sollten. Es geht um viel mehr, das hat die Konklave versucht. Auf welcher Seite steht die? Ja. Der Krieg zwischen Magiern und Templern ist nicht alles. Ich weiß auch, dass der Himmel ein Loch hat. Aber das kann ich nicht erschießen. Nun, ich hab's versucht, aber der Pfeil kam nicht zurück. Das ist seltsam. Und genau das ist das Problem. Es ist seltsam und direkt vor unserer Nase, aber sie vermöbeln sich trotzdem lieber gegenseitig. Sie sind zu beschäftigt, um nach oben zu schauen und die eigentlichen Fragen zu erkennen. Wir werden sie Ihnen zeigen. Welche Fragen wären das? Deshalb sind wir hier, um alle vom Abgrund wegzuführen. Sagen das die Religionsfuzis? Das mag ja wichtig sein, aber gebt nicht allzu viel darauf. Wie es aussieht, hat uns ein allzu fester Glaube hierher geführt. In dieses Rattenloch. Und nach Pferd stinkt es auch. Ehrlich, was alle brauchen, ist die Rückkehr zur Normalität, damit die Geschäfte wieder blühen und das Geld wieder sprudelt. Klingt das gut, hochwohlgesegnete Lady Herold? Ich bin froh, euch in meiner Nähe zu haben, Sarah. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Irgendwie schon, glaube ich. Vielleicht. Man sieht sich, Herold. Herold, da muss ich mir was Besseres einfallen lassen. Alles klar, dann mach das mal, ne? Bin ich mal gespannt, was ich für einen Spitzname kriege bei ihr. Auf jeden Fall haben wir von der Runden Jenny eine Mission freigeschaltet jetzt. Und ja, schauen wir mal, was Solas noch will. Die Bresche zu schließen ist natürlich unser vordringliches Ziel. Doch ich hoffe, wir finden vielleicht auch das Instrument ihrer Erschaffung. Ein Artefakt von derart gewaltiger Macht ist gefährlich. Das hat die Vernichtung des Konklaves mehr als bewiesen. Denkt ihr nicht, dass das, was auch immer die Explosion verursacht hat, dabei zerstört wurde? Ihr habt doch auch überlebt, oder etwa nicht? Das Artefakt, das die Bresche erschaffen hat, ist anders als alles, was dieses Zeitalter je gesehen hat. Ich werde erst glauben, dass es zerstört ist, wenn ich seine Bruchstücke mit eigenen Augen sehe. Was auch immer die Bresche erschaffen hat, muss gefunden werden. Lilianas Leute haben das Gebiet in der Nähe der Explosion bereits abgesucht und nichts gefunden. Was auch immer dieses Artefakt war, es ist nicht mehr dort. Nun, wie dem auch sei, kann ich euch bei irgendetwas behilflich sein? Wir unterhalten uns später. Genau. So, dann gehen wir zu dem gewissen Bereich. Wir haben auch noch was anscheinend. Sichere Wege. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Gesegnet seien die Rechtschaffenen, die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Ist es das, was ihr von uns wollt? Blut? Dass wir sterben, um eurem Willen zu genügen? Ist der Tod euer einziger Segen? Ihr sprecht für Andraste, nicht wahr? Was hat die Prophetin des Erbauers zu all dem zu sagen? Was treibt er für ein Spiel? Spiel? Wieso sollte das ein Spiel sein? Seht ihr den Himmel? Was ist mit den Tempelruinen? Den Knochen, die im Staub liegen? Selbst wenn ihr den Frieden der Göttlichen nicht unterstützt hättet, fändet ihr das hier nicht richtig. Wer könnte das schon? So viele unschuldige Leben. Die Gläubigen ermordet, wo einst die Heiligste aller Heiligen stand. Wenn der Erbauer das wollte, was ist es dann, wenn es kein Spiel oder grausamer Scherz ist? Fragt mich nicht. Ich bin genauso verwirrt wie ihr.
Ihr betet den Erbauer vermutlich nicht einmal an. Seid froh. Er verlangt sehr viel. Die Kirche predigt, dass der Erbauer uns verlassen hat. Dass er Buße für unsere Sünden verlangt. Er fordert alles. Unser Leben, unseren Tod. Justinia gab ihm alles, was sie hatte. Doch er ließ sie sterben. Werft das ihrem Mörder vor. Leute sterben. Vielleicht solltet ihr euren Zorn auf ihre Mörder richten. Wenn der Erbauer nichts unternimmt, um seine besten Diener zu retten, wozu ist er dann gut? Ich dachte immer, ich wäre auserwählt, so wie viele es von euch sagen. Ich dachte, ich würde meiner Bestimmung folgen, indem ich der Göttlichen diente, um den Leuten zu helfen. Aber jetzt ist sie tot. Es war alles umsonst. Dem Erbauer zu dienen, hat nichts bedeutet. Warum erzählt mir das? Das ist euer Problem. Vielleicht habt ihr eine andere Bestimmung. Ich könnte euch helfen, sie zu finden. Nein, das ist meine Bürde. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass ihr mich so seht. Ein kurzer Moment der Schwäche. Das wird nicht wieder vorkommen. Kommt. Ich hab nichts dagegen. Gehen wir an die Arbeit. Wir reden später weiter. Alles klar. Na dann, wenn du das sagst. Will ich dich nicht aufhalten. Gut, dass ihr zurück seid. Wir haben von eurem Treffen gehört. Tatsächlich? Meine Spione haben mich natürlich informiert. Es ist eine Schande, dass die Templer ihren Verstand ebenso aufgegeben haben wie die Hauptstadt. Wenigstens wissen wir jetzt, wie wir uns an die Magier und Templer wenden können. Ist das so? Lord Suchalusches ist nicht mehr der Mann, den ich einmal kannte. Das stimmt. Er hat den Orden irgendwo hingeführt, aber was hat er vor? Die Berichte dazu waren sehr seltsam. Wir müssen der Sache nachgehen. Ich bin sicher, dass nicht alle im Orden den Lordsucher unterstützen. Oder der Herold trifft sich stattdessen einfach mit den Magiern in Redcliffe. Denkt ihr, unter den aufständischen Magiern herrscht eine größere Einigkeit? Das könnte 10-mal schlimmer sein. Hört auf mit dem Gezänk und trefft endlich eine Entscheidung. Ihr habt recht. Wir sollten Redcliffe nicht ignorieren. Die Magier könnten das Risiko wert sein. Sie sind mächtig, Botschafterin, aber verzweifelter, als ihr ahnt. Ihr denkt, es ist eine Falle. Eine Gefahr besteht immer. Oh. Dann wird es eben gefährlich. Seit ich aus dem Nichts getreten bin, war ich ständig in Gefahr. Wenn einige der aufständischen Magier für den Zwischenfall beim Konklave verantwortlich waren... Dasselbe könnte man auch über die Templer sagen. Das stimmt allerdings. Ich bin im Moment nur nicht sicher, ob wir genug Einfluss haben, um gefahrlos an den Orden heranzutreten. Dann braucht die Inquisition eben an noch mehr Orden Spione. Darum könnt ihr euch kümmern. Wir besprechen in der Zwischenzeit unsere anderen Möglichkeiten. Okay. Ja. Da wäre noch etwas. Vor einigen Monaten verschwanden die grauen Wächter Ferelden's. Also benachrichtigte ich die Wächter in Orlais, aber die sind ebenfalls verschwunden. Für gewöhnlich zöge ich niemals in Betracht, dass sie in diese Sache verstrickt sind, aber der Zeitpunkt ist seltsam. Ja, sind die grauen Wächter. Graue Wächter? Wer soll das sein? Ein uralter Orden, der seit der ersten Verderbnis vor ein paar tausend Jahren immer wieder Invasionen der dunklen Brut abgewehrt hat. Ihre große Zeit ist zwar vorbei, aber sie sind nie gänzlich verschwunden. Für gewöhnlich verhält sich ihr Orden in politischen Dingen neutral, aber sie tauchen an seltsamen Orten auf. Ja, das klingt verdächtig, würde ich sagen. Das klingt in der Tat merkwürdig. Die anderen schenken meinem Verdacht keine Beachtung, aber ich kann das nicht ignorieren. Vor 2 Tagen hörten meine Spione in den Hinterlanden von einem grauen Wächter namens Blackwall. Wenn es eure Zeit erlaubt, sucht ihn bitte. Vielleicht kann er meine Bedenken zerstreuen. Und wenn nicht? Dann zieht vielleicht ein stärkerer Sturm auf, als wir dachten. Okay. Naja, müssen wir mal schauen. Level 7. Nice. Ah, wo kommst du denn her? Verzeihung, ich habe eine Nachricht für die Inquisition. Aber irgendwie will niemand
mit mir sprechen. Wie lautet eure Nachricht? Wir haben erfahren, dass sich an der Sturmküste einige Söldner aus Tirwinter zusammenrotten. Mein Kommandant der Eiserne Bulle bietet euch diese Informationen kostenlos an. Falls es euch interessiert, was die Sturmbullen für die Inquisition tun können, trefft uns dort und seht uns bei der Arbeit zu. Mhm. Was können eure Sturmbullen der Inquisition anbieten? Wir sind loyal, wir sind zäh und wir brechen keine Verträge. Hört euch um in Val Royeaux. Wir haben Referenzen. Mhm. Was muss ich über euren Kommandanten wissen? Über den Eisernen Bullen? Er ist einer dieser Kunari. Ihr wisst schon, diese großen Burschen mit den Hörnern. Er kämpft immer an vorderster Front. Er bezahlt gut. Und er ist wesentlich klüger als der letzte Bastard, für den ich gearbeitet habe. Und was das Beste ist, er hat Prinzipien. Wir arbeiten für jeden, der uns ein vernünftiges Angebot macht. Bei euch hat er sich entgegen seiner Gewohnheit zum ersten Mal für eine Seite entschieden. Okay. Warum schickt euch euer Kommandant mit dieser Nachricht zu uns? Der Eiserne Bulle will für die Inquisition arbeiten. Er findet, ihr leistet gute Arbeit. Ich freue mich schon, diesen Eisernen Bullen kennenzulernen. Wir sind die Besten, die ihr kriegen könnt. Okay. Hört sich immer gar nicht so schlecht an. So, Macht plus 2 zusätzlich. Da ist die andere, die Vivian. Ich traf vorhin einen Elfenmagier, Solus. Ich glaube, er wurde hierher berufen. Ich gebe zu, ich war überrascht. Ich hätte in den Reihen der Inquisition keine Magier erwartet. Sagt mir, warum wart ihr beim göttlichen Konklave? Wir brauchen den Zirkel. Die Templer haben entschieden, Magier sollten frei sein. Nur die Gerechtigkeit zählt, die Rebellen sind abtrünnig. Das Chaos schadet allen. Joa. Der Krieg hilft niemandem. Wir müssen ihn beenden und die Ordnung wiederherstellen. Wenn das die Rebellen doch nur auch erkennen würden. Justinias Tod hat das Machtgefüge in Phaedas zum Einsturz gebracht. Wenn wir es nicht rasch wiederherstellen, wird es viele Tote geben. Magier, Templer, unschuldige Seelen in aller Welt. Sie alle vertrauen darauf, dass die Inquisition ihr Schicksal besiegelt. Ihr wollt dabei sein, selbst wenn ich was kann. Ich werde versuchen, Sie nicht zu enttäuschen. Versagen ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können, meine Liebe. Beinahe 1000 Jahre lang glaubte die Welt, sie läge in den Händen des Erbauers. Und nun denken viele, ihr würdet seinen Willen verkünden. Egal, ob das nun stimmt oder nicht. Dieser Glaube verleiht euch Macht. Die Macht hat niemand. Andrastas hat mich auserwählt. Niemand sollte sich anmaßen, den Willen des Erbauers zu kennen. Ich ebenso wenig wie die Kirche. Vielleicht habt ihr recht. Aber wenn niemand den Weg vorgibt, werden viele in der Dunkelheit zurückbleiben. Aber ich habe euch schon genug Zeit gestohlen, meine Liebe. Lasst euch von mir nicht aufhalten. Okay. Alles klar. Gut, dann sind wir jetzt... Der Erbauer mir offenbart. Ich habe Gerüchte gehört. Es gebe einen Weg, das Ritual... Warte mal, können wir noch hier reingehen und dann checken, was da abgeht. Okay, Questboni. Nee, doch lieber nicht. Wir gehen doch zurück. So, alles klar, Leute. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet euch auch Spaß gehabt. Es war jetzt ein bisschen mehr Gequatsche, aber am Ende sind wir auf jeden Fall ein großes Stück weiter, was das angeht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und somit Wiederschauen, reingehauen. Euer Christian Age 3000 mit Dragon Age Inquisition. Und jetzt hoffe ich, dass die Aufnahme auch gespeichert ist, weil ich habe das jetzt zum zweiten Mal gespielt, weil heute Morgen hat es nicht funktioniert, wo ich das gemacht habe. Und ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt wirklich dann auch allerdings gespeichert wird und dass ich auch hochladen kann. Und somit, ja, ein kleiner Easter Egg so für euch. Und somit Wiederschauen, reingehauen. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, ein Support ist kein Mod. Und somit haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei reinschalten tut. Und somit haut rein, Wiederschauen, reingehauen. Ciao, Leute.